Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Zum vierten Mal kämpft sich Keanu Reeves als John Wick über die Leinwand. Wie intensiv, hau drauf, ästhetisch und blutig diese Fortsetzung der Reihe geworden ist, erfahrt ihr hier und jetzt bei unserer Besprechung zu John Wick Kapitel 4. An meiner Seite ist du. Hallo. Hallo. Du hast den Film bereits sehen können, im Gegensatz zu mir. Ich habe den ja knapp 3 Stunden Action-Thriller noch nicht gesehen, aber die 3 Teile, die seit 2014 schon in den Kinos erschienen sind. Du sicherlich ja auch. Und ich habe mich gefragt, habt ihr nicht schon mal hier beim Telestammtisch über die Filme gecastet? Oh, das ist eine gute Frage. Also ich meine, dass beim Telestammtisch es zumindest eine Besprechung zum dritten Teil gibt oder zum dritten Kapitel. Ich bin aber gerade echt überfragt, ob ich dazugehöre. Es könnte sein. Mir war mal so, als hätte ich eine Besprechung über John Wick mit dir und ja. Sven und noch jemanden geschnitten. Kann das sein? Das kann wirklich sein. Wir erinnern uns an diese schöne Zeit der Corona-Pandemie, wo ja, wir ja, irgendwie alles besprochen haben, was existiert. Da kann es durchaus sein, dass wir zu dem John Wick 3 oder vielleicht sogar dem gesamten Franchise bis dorthin geredet haben. Aber ich bin halt auch jetzt wirklich alt und ich podcaste beim Telestammtisch sehr viel, deswegen merke ich mir das nie so richtig. Es sei mir bitte verziehen, aber ja, wenn man es googeln würde, Telestammtisch schon Glück, müsste man, glaube ich, auf einen Podcast stoßen. Ob ich dabei bin, weiß ich nicht. Genau. Ist jetzt peinlich. Für alle, die die Suchmaschine jetzt aber nicht bedienen wollen, kannst du das jetzt vielleicht hier nochmal in so einem kurzen Recap wiedergeben. Wie stehst du denn zu John Wick, zu der Reihe bis zum Teil 4 und dann reden wir natürlich auch über den neuesten Eintrag. Ich würde mich nicht als Mega-Fan bezeichnen. Ich bin aber auch ganz weit davon weg, irgendwelche Antipathien gegenüber dieser Reihe zu haben. Ich war sehr heiß auf den ersten Teil und den fand ich immer ein bisschen, ja, der war ganz nett, aber für meinen Geschmack war da noch ein bisschen zu wenig Fleisch an Knochen. Aber er ging schon in eine gute Richtung. Dann kam der zweite Teil, den ich wirklich sehr, sehr mag. Es ist auch, so weit kann ich vorausgehen, immer noch mein liebster Teil der Reihe. Der hat die Welt erweitert. Die Action war ein bisschen imposanter, ein bisschen epochaler, auch ein bisschen härter. Dann kam der dritte Teil, da fing es an, wo ich so merkte, ey, die Action ist immer noch super, gar keine Frage. Und ich bin auch jemand, der Keanu Reeves gefühlt einfach nur zusehen kann, wie der irgendwie einen Kaffee trinkt. Aber beim dritten Teil merkte ich schon so, dass es da so ein paar Phasen innerhalb des Films gab, die mich eher so kalt gelassen haben. Und jetzt eben der vierte Teil. Sehr gut. Möchtest du ganz grob umreißen, um was es in dem vierten Teil gibt? Oder sagst du ja, also wenn man die ersten Filme von John Wick gesehen hat, dann schlägt der auch in eine ähnliche Richtung. Es geht halt einfach nur um John Wick als Auftragskiller. Grob umrissen, wer die Vorgänger nicht gesehen hat und sicherlich als Action-Fan bezeichnet, was habt ihr falsch gemacht? Also das geht einfach nicht. Also wenn man Action mag, dann muss man auch John Wick, glaube ich, gucken, ob man ihn dann liebt. Ein anderes Thema. Und der vierte Teil setzt eigentlich nach dem Ende des dritten Teils an. Wir erinnern uns natürlich, lieber Paul, dass Winston, der beste Freund und Hotelbesitzer, John irgendwie vom Dach ballert und John ist jetzt im Untergrund bei Lawrence Fishburne, der diesen obdachlosen König, den Bowery King heißt es, glaube ich, spielt und er plant halt weiterhin seine Rache am High Table oder im Deutschen heißen die, glaube ich, die Kammer. Die Kammer hat einen neuen Vertreter, nämlich den Marquis de Garmont, gespielt von Bill Skarsgård, und der hat es sich zur Aufgabe gemacht, John Wick jetzt endgültig den Garaus zu machen. Es geht im Prinzip darum, dass John Wick jetzt einen Weg finden muss, an diesen Marquis heranzukommen, und weiterhin führt der Weg durch diverse Actionsequenzen. Wer hätte das gedacht? Okay, wir werden wahrscheinlich jetzt auch nicht so in die Tiefe einsteigen, was Spoiler hier angeht. Ich denke aber zumindest alles, was man so in den Trailern oder so gesehen hat, wird hier bestimmt mal zur Sprache kommen oder zur Sprache kommen können, oder? Ja, man könnte vielleicht das ein oder andere spoilern, vor allem das Ende. Das machen wir hier nicht, das ist nicht notwendig. Aber wir werden, oder ich werde vermutlich vielleicht ein paar Action-Szenen erzählen, was da passiert, aber ja, nichts mehr. Also wie du schon sagtest, wenn ihr den Trailer gesehen habt, dann werdet ihr hier nichts Neues erfahren, außer meine Meinung. Die ist ja auch viel wert. Dann bleiben wir doch mal bei dem titelgebenden Actionhelden John Wick und bei Keanu Reeves. Ist er denn immer noch
Ein Scene Stealer ist ja immer noch das Kernstück dieser Reihe. Oder würdest du sagen, dass vielleicht auch in diesem Teil, oder gibt es überhaupt eine Figur oder irgendwas in dem vierten Teil jetzt, was es mit ihm als Figur oder mit seiner Präsenz aufnehmen kann? Tatsächlich ja. Es ist der erste John Wick, in dem es eine Figur gibt, die ihm, das Wasserreichen ist jetzt falsch, aber es ist ein Scene-Stealer. Und zwar ist es der chinesische Actionstar Donnie Yen. Wie gesagt, wenn ihr Action-Fan seid und Donnie Yen nicht kennt, was habt ihr falsch gemacht? Ja. Also das ist ja so ein Martial Artist und Schauspieler, der spielte auch schon vorher in ein paar Hollywood-Produktionen mit. Natürlich den Rogue One, Star Wars Story war mit dabei unter anderem, oder Blade 2. Der spielt einen, ich nenne es mal Jäger, der eben auch auf John Wick angesetzt ist. Und die beiden sind aber gute Kumpels. Und dieser Kane heißt seine Figur. Und der hat ein Handicap. Und das wurde tatsächlich noch nicht, glaube ich, im Trailer gezeigt, was für ein Handicap das ist. Deswegen möchte ich das hier gar nicht verraten. Aber es sorgt dafür, dass seine Bewegung immer, es ist eine ganz kuriose Mischung. Zum einen wirkt er irgendwie ein bisschen unbeholfen und tollpatschig, nur um dann im nächsten Moment wieder komplett professionell zu sein. Ich finde schon, dass die Szenen oder die Action-Szenen, in denen Johnny Den, genau, wer kennt ihn nicht, nein. Die Action-Szenen, in denen Donnie Yen zum Vorschein kommt, sind tatsächlich vielleicht nicht unbedingt die ausladendsten und die epochalsten dieses Films, aber wahrscheinlich schon somit die erinnerungswürdigsten. Erinnerungswürdig in einem Film, der jetzt knapp 3 Stunden geht. Ich erinnere mich noch an den zweiten Teil, der ging etwas über 2 Stunden ungefähr. Genau. Und selbst da habe ich, also so gut die Action da auch natürlich so war und so brutal dieser Film auch war, aber selbst in diesen über 2 Stunden war es vor allen Dingen hinten raus schon ein bisschen lang zumindest. Wie ist das jetzt hier? Wenn du sagst, ich höre aus deinen Ausführungen schon sehr viele Actionsequenzen heraus. Ist es so, dass sie sich gut verteilen, dass sie das im Wesentlichen tragen? Oder würdest du sagen, oh, also mit 169 Minuten ist dieser Film doch zu lang? Ich würde, und das ist ja immer das Argument, was kommt, wird der Film mich dann langatmig? Also ich empfand John Wick Kapitel 4 als nicht langatmig, aber er ist unglaublich ausladend. Ich finde, da sind ein paar Sachen drin, die hätten auch rausgekonnt. Zum Beispiel die ersten 5 Minuten, die in der Wüste spielen, sind im Prinzip komplett, also die braucht man nicht. Wobei, ich finde die ersten 5 Minuten toll, weil sie letztlich nur deswegen existieren, weil die Macher Bock hatten, 1:1 den Matchcut von Lawrence von Arabien nachzustellen. Das ist der einzige Grund, warum es diese 5 Minuten gibt. Und das finde ich irgendwie wieder ganz schön. Aber runtergebrochen tut es dem Film nicht gut, wenn dann eben, sag ich mal, so Füllmaterial drin ist. Und davon gibt es in John Wick einiges. Die letzte, ja, Dreiviertelstunde ist wirklich action-packed. Also das ohne Pause. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen anstrengend, was mir ja durchaus auch gefällt. Aber gerade so in den ersten, ja, ich würde sagen 100 Minuten, merkt man schon deutlich, da gibt's Sachen, die hätte man kürzer machen können. Vor allem, weil es in diesem Film 2 Arten von Actionsequenzen gibt. Es gibt diese Actionsequenzen, die bringen Sachen auf die Leinwand, wo man echt dachte, boah, cool. Einfach die Idee ist toll, die Umsetzung ist toll. Frag nicht nach dem Realismus, das gehört hier nicht hin. Und dann gibt es die anderen Actionsequenzen, die halt einfach daraus bestehen, was wir jetzt schon in 3 Filmen davor so oft gesehen haben, nämlich John Wick hat in der einen Hand eine Knarre und rennt durch wirklich Dutzende von maskierten Gegnern, austauschbarer geht's gar nicht und ballert die halt weg. Das ist gut gefilmt, technisch gibt's da überhaupt keine Beanstandung, aber gerade am Anfang gibt es eine etwas längere Sequenz in Japan, wo das auf so einem Dach, glaube ich, passiert oder in so einem Garten und das fand ich tatsächlich, so gut es gemacht war, aber nach 2 Minuten dachte ich mir so, das habe ich alles schon mal gesehen, das ist nicht mehr die Action, die mich abholt. Ich finde es, ja, ich sag's auch mal, langweilig. Aber so seine Körperlichkeit oder seine Brutalität auch in den Action-Sequenzen behält er sich ja wahrscheinlich und da schiele ich mal da auf die rote 18, die auf dem Cover später prangen wird. Ich fand den Film jetzt nicht brutaler als die beiden Vorgänger, die auch schon 18er hatten. Der erste hat ja noch einen 16er. Ich glaube, das brutalste im ganzen Franchise, ich glaube, es war der zweite oder dritte Teil, wo man sieht, wie so ein Messer wirklich in Großaufnahme in so ein Auge gestochen wird. Also solche Szenen gibt es nicht. Es gibt eine sehr fiese Szene mit einer Hand, das sei gesagt. Aber letztlich ist das eine Gewalt, die schon recht blutig ist, aber sie geht immer sehr schnell auch vorbei. Also es ist keine Gewalt, wo sich die Kamera an irgendwelchen Wunden oder so labt. Das ist halt einfach so im Vorbeigehen halt eben hier ein Kopfschuss, da ein Kopfschuss. Wer einen John Wick Film gesehen hat, der würde wissen, was ich meine. Hm.
Und lässt sich jetzt aus diesen Sachen, die du gerade in den vorherigen zwei Fragen jetzt als Antwort gegeben hast, lässt sich da so ein bisschen bei dir rauslesen, dass sich dieses Franchise vielleicht ein bisschen erschöpft so im Ganzen? Oder würdest du sagen, ach ja, also ich weiß gar nicht, wie ist der Stand, wird bestimmte Fortsetzungen geben, oder? Da vielleicht schon mal ein kleiner Hinweis, es wird nach den Endcredits eine kleine Abspannszene geben, die durchaus schon mal zeigt, wie es weitergehen könnte. Vielleicht nicht mit John Wick, aber vielleicht mit der einen oder anderen Figur. Deswegen seid da gewarnt. Also wie gesagt, wirklich hinten am Abspann, nicht mit drin ganz zum Schluss. Und ja, ich finde tatsächlich, also so viel Spaß ich teilweise mit Kapitel 4 hatte, aber ich muss wirklich sagen, ich kam da raus und dachte, das ist wieder Actionkunst auf der Höhe ihrer Zunft, gar keine Frage, aber es war auch gleichsam so, wie ich dachte, okay, ganz ehrlich, was John Wick jetzt bräuchte, wäre wirklich mal ein bisschen Ruhe. Vielleicht jetzt mal eine neue Figur ins Rampenlicht schicken oder irgendwas anderes machen, aber ich glaube, für mich zumindest, der Höhepunkt ist erreicht. Es hat schon irgendwie was Repetitives. Das klingt jetzt sehr harsch, weil der Grund, warum man diese Filme guckt, ist die Action. Oder man ist halt beinharter Keanu Reeves Fan. Beides gute Gründe, das zu gucken. Und dann wird man auch mit Teil 4 wirklich sehr gut befriedigt werden. Aber ich dachte mir, ich hatte meinen Spaß, aber Leute, jetzt reicht's auch mal. Denn ich habe halt gemerkt, was halt bei John Wick 1 und 2 noch so frisch gewirkt hat, es fängt langsam an, so ein bisschen abgestanden zu müffeln. Mhm. Um es mal ganz polemisch auszudrücken. Und zählt das jetzt auch für die Welt, in der das Ganze spielt? Weil ich hatte vor allen Dingen auch bei Teil 3 das Gefühl, dass man sich jetzt hier schon bemüht noch, jetzt hat man hier noch mehr Schauplätze, jetzt gibt man diesem ganzen, oder ja, diesem ganzen Kosmos, in dem das spielt, jetzt noch zumindest so ein bisschen mehr Mysterien, beziehungsweise man versucht, das noch ein bisschen zu entmystifizieren da. Wie geht denn John Wick Kapitel 4 damit um? Ich mochte den zweiten Teil wegen der Erweiterung der Welt. Und beim dritten Teil habe ich schon gemerkt, okay, diese Erweiterung, die er jetzt macht, das wird mir zu viel. Mhm. So schon sagen, so dieses Entmystifizieren, das treiben sie hier jetzt immer noch weiter. Was ich lustig finde, also okay, kleine Überraschung, aber der Film ist halt handlungstechnisch halt einfach saudumm. Also, es tut mir leid, der ist wirklich saudumm, weil die Lösung des Problems von John Wick ist etwas, wo man sich dann schon fragen kann, warum habt ihr das nicht im zweiten Teil schon erklärt? Das ist so, das ist der Lösungsweg. Warum denn erst jetzt? Das verstehe ich jetzt nicht wirklich. Aber das möchte ich Ihnen gar nicht so ankreiden, aber da merkt man schon, dass Sie Probleme haben, zumindest aus meiner Perspektive, diese Welt auch wirklich am Leben zu erhalten, weil Sie auch immer mehr draufsetzen und es wird da immer mehr erweitert. Man kann sagen, John Wick hat das Problem, dass Sie immer die gleiche Formel anwenden. Sie etablieren etwas, um es im nächsten Teil nochmal zu erweitern. Und irgendwann hast du halt so einen vollen Sack und weißt nicht mehr so richtig, was sollst du damit anfangen, weil es einfach zu viel ist. Und das Schöne am ersten und noch am zweiten Teil, dass da so eine gewisse Simplizität noch irgendwie drin war. Mhm. Und die ist jetzt aber hier in dieser Welt nicht mehr vorhanden, weil mittlerweile gibt es so viele Sachen in diesem Kosmos, dass man sich schon fragt, okay, wohin soll das führen? Ich könnte mir auch vorstellen, dass manche Leute sich auch daran stören könnten, wie kann das bitte alles vonstatten gehen? Denn im ersten und zweiten Teil hat diese, ich nenne es mal diese Killerwelt, wirkt das noch so wie so ein Untergrund. Aber spätestens ab dem dritten Teil hat man das Gefühl, es gibt nur diese eine Welt. Wenn dann zum Beispiel in Kapitel 4 am Arc de Triomphe, das ist eine tolle Actionsequenz, gar keine Frage, aber am Arc de Triomphe wirklich Blechschäden en masse entstehen und nach 10 Minuten immer noch kein Blaulicht zu sehen ist, fragt man sich schon so irgendwie, es ist so eine eigene Welt, aber sie ist so groß geworden, dass man sie, glaube ich, ein bisschen besser hätte füllen müssen als das, was sie jetzt tun. Ich hoffe, ich habe mich so unklar wie möglich ausgedrückt. Am ehesten ein Film für die Fans, die auch schon mit den Entwicklungen, die es jetzt 2 und 3 oder vor allen Dingen auch in 3 genommen hat, damit schon was anfangen konnten und vielleicht für welche, die schon bei 3 gesagt haben, na, das wird jetzt hier zu groß, dann eher weniger. Oder wie würdest du generell sagen, für wen wäre Kapitel 4 das nächste Kino-Highlight? Ich habe mich nach der Vorstellung mit ein paar Leuten unterhalten und es war wirklich abzusehen, die Leute, die so in meinem Lager waren, die also gesagt haben, ich mag den zweiten Teil am liebsten, die hatten mit Teil 3 schon ihre Probleme und fanden den vierten Teil ähnlich gut, schlecht wie ich. Und die Leute, die gesagt haben, nee, Teil 3 finde ich am besten, die hatten auch Teil 4 wieder richtig granatenstark, kleine Anspielung an Bill und Ted, ist gern geschehen. Ganz ehrlich, wenn ihr John Wick mögt und selbst wenn ihr wie ich jetzt den dritten Teil schon gut, aber schon deutlich schwächer fand als den zweiten, gibt es keinen Grund, diesen Film nicht zu gucken, denn er zeigt halt Action, wie sie selten so im
Kino zu sehen ist, nämlich sehr direkt, sehr hart, aber auch sehr kreativ, technisch unglaublich gut umgesetzt. Man merkt wirklich, da sind Leute am Werk, die ihr Handwerk auch verstehen. Ich möchte jetzt hier nicht wieder diese typische Keule schwingen, aber vergleicht das mal bitte mit der Action im Blockbuster-Kino, wie wir sie sonst sehen. Das ist halt alles oder meistens halt ziemliches Trümmerfeld und John Wick sticht da schon sehr deutlich hervor. Immer noch. Das klang jetzt schon fast wie ein Fazit, Stu. Ich würde dich trotzdem noch kurz darum bitten, ich weiß nicht, ob du jetzt noch unbedingt was zu dem Film an sich sagen möchtest, zu Kapitel 4. Er hat einen interessanten Cast. Scott Adkins, den ich ja sehr schätze, hat eine sehr kleine, aber sehr coole Rolle. Und wie so oft bei den John Wick-Filmen, sie haben immer ganz, ganz hervorragende Actionstars im Kader, die aber dann meistens immer relativ... Ja, die machen dann eben so ein, zwei Momente haben die dann und dann sind die raus. Zum Beispiel Mark Dacascos fällt mir da ein. Oder diese Kampfexperten aus den Raid-Filmen, die, glaube ich, im dritten Teil dabei waren. Oder ich weiß gar nicht mehr, im dritten oder zweiten. Und Scott Adkins ist ähnlich. Der wird schon ein bisschen verschenkt, aber er hat eine Rolle bekommen, die man so von ihm nicht erwartet hätte. Vor allem, was seine Physis angeht. Ich möchte jetzt nicht so ins, so ins Detail gehen, weil es gibt zwar mittlerweile so Clips, die veröffentlicht wurden mit ihm, aber die, ich finde, die wurden nicht ganz so stark beworben. Deswegen könnte es sein, dass sie den ein oder die andere noch überrascht werden, wenn sie dann Scott Adkins im Film sehen. Kleiner Tipp, falls ihr nicht erkennt, es ist der Mann mit den Goldzähnen. Ansonsten gibt es ein paar interessante noch Randfiguren oder Nebenfiguren noch. Neben halt Donnie Yen gibt es auch diesen Shamir Anderson, der noch so einen Hitman spielt, der auch ganz interessant ist. Allgemein, also der Cast an sich liest sich wirklich sehr interessant. Ich bin gespannt, wenn es einen Kapitel 5 geben wird und ich gehe stark davon aus, dass es den geben wird, wer da jetzt noch mitspielt. Ja, und ansonsten fand ich es noch ganz nett, dass das mittlerweile schon so ein bisschen Bond-Tendenzen annimmt, denn John Wick agiert ja nicht nur mal in den USA, sondern jetzt auch in Berlin, wo sie auch wirklich vor Ort gedreht haben, in Paris und in, ich glaube, in Afrika sind sie auch mal ganz kurz. Also es ist mittlerweile fast schon so ein richtiges Globetrotter-Abenteuer und ich finde es immer noch amüsant, wenn man bedenkt, dass das einst vor knapp 10 Jahren mit dem toten Hund angefangen hat. Teil 5, also kann kommen, aber vielleicht mit ein bisschen Abstand oder brauchst du ihn jetzt noch nicht? Wenn sie jetzt sofort wieder reinklotzen und Teil 5 machen, natürlich würde ich mir angucken und würde das Beste hoffen. Und der würde auch von der Action her auch wieder brillant werden. Steht außer Frage für mich. Aber ich hätte kein Problem, wenn sie jetzt sagen, John Wick ist jetzt erstmal, macht jetzt erstmal Pause. Vielleicht kümmern wir uns um andere Charaktere, wie zum Beispiel um Donnie Yen als Kane oder halt eben über den Hitman gespielt von Shamir Anderson. Es kommt ja auch noch, das darf man gar nicht vergessen, dieses Prequel, Ballerina mit Ana de Armas von Len Wiseman, wo ja Keanu Reeves auch einen Gastauftritt haben wird. Und dann gibt es auch diese Prequel-Serie Continental, wo sich halt eben das namengebende Hotel dreht, wo dann Mel Gibson wohl mit dabei sein wird. Und soviel ich weiß, könnte es durchaus sein, dass zumindest eines dieser Sachen noch dieses Jahr erscheinen könnte. Von daher wird das Franchise so oder so weitergehen. Ob jetzt John Wick mit Kapitel 5 innerhalb der nächsten 2 Jahre zurückkehren wird oder 3 Jahre, mal gucken. Brauche ich es? Nein. Würde ich es ablehnen? Nein. Habe ich keine Eier in der Hose? Wahrscheinlich. Okay, alles klar. Dann dankest du für deine Einschätzung zu John Wick 4. Ich habe zu danken. Ab dem 23. März 2023 haben wir mittlerweile im Kino. Vielen Dank fürs Reinschalten und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.